Ich werde das Ganze nicht mit Tastatur, sondern mit meinem Controller hier spielen. Habe ich beschlossen, weil Tastatur, das war so scheiße. Also da kriegst du echt Finger. Also da hast du hinterher keine Finger mehr. Das tut irgendwann so weh. Deswegen habe ich mir einfach einen USB-Controller zugelegt. Der hat 50.000 Euro gekostet. Habe ich mir extra nur für euch angelegt. Nein, den habe ich in Wirklichkeit schon seit ein paar Jahren. Und mit dem zocke ich mal so Autorennspiele zum Beispiel. Wie Alarm für Cobra 11 oder so. Das lässt sich übel auf einem Controller zocken. Über USB anschließen. Ist eine schöne Sache. Der ist von Zytec, falls es euch interessiert. Und ist rot. Und ist, da steht so Rumble drauf. Also sieht schön aus. Und damit kann man schön zocken. Gut, ich habe hier schon mal so ein bisschen die Haupteinstellungen so ein bisschen getroffen. Ne, damit wir jetzt hier nicht so lange mit diesen dieser Vorgeplänkel Scheiße hier festhängen. Und ja, ich, also gegen San Antonio Spurs, die sind ja zurzeit in den NBA Finals. Das muss man sich ja wirklich geben. Ja, wir haben jetzt natürlich hier, genau, und ich habe schon mal was angelegt. Das nennt sich Let's Play. Habe ich auch schon mal diese Konfiguration, sprich, das Werfen wäre dann das, Spin Move wäre, fail, Blocken und wäre dann hier, ja, ich kann jetzt einfach mal sagen, wie es auf einem PlayStation-Controller wäre, weil der ist genauso aufgebaut wie ein Analog-Sticks auch so her. Das wäre Dreieck, das wäre jetzt, das wäre Kreis, das wäre, nee, Fail. Nee, scheiße, jetzt hab ich's verkackt. Sorry. Kreuz, Kreis, Dreieck, scheiße, ich komme immer ein bisschen aus dem Blick, weil ich das jetzt momentan nicht sehe. Deswegen muss ich jetzt immer erst nachdenken, das wäre dann auf alle Fälle Quadrat. Turbo ist dann, glaube ich, genau, Turbo ist R1. Letzter Mann und Alley-Oop ist R2. Dann dieses Abschirm bzw. Brett bewachen und so wäre dann L2. Und direkter Pass wäre dann L1. Gut, Spielzugansage habe ich jetzt auf L3 gelegt und die Pause auf Start ist ja logisch. Und dann gibt es aber noch dieses tolle Zusatzmenü, dieses Allgemeine, und zwar nicht diese Quick Plays, die sind ganz toll. Diese Bewegung nach oben, machen wir mal, Moment, das machen wir mal anders. Nach oben machen wir so, nach unten machen wir so. Nee. Ja, egal, wir lassen es jetzt einfach mal so, wir tun es jetzt hier nicht großartig so. Weiter geht's, und dann würde ich sagen, wir sind Rang 1, also let's go, baby. Und wir tun jetzt erst noch die Spieleinstellungen. Ich nehme nur die 2 erstmal, weil ich habe seit extremst langer Zeit nicht mehr gespielt. Das war jetzt gerade eben der dritte Spielstart. Beim ersten Mal, ja, habe ich die ganzen Einstellungen schon mal festgelegt. Beim zweiten Mal habe ich irgendwas anderes gemacht. Genau, da habe ich dann genau schon mal Aufnahmetest. Und jetzt beim dritten Mal habe ich es neu gestartet, um mal die Aufnahme zu machen mit diesem Intro. Und ja, die LA Lakers. Ey! Du bist aber klein. Ja, ich weiß. Guck mal, der ist noch kleiner wie ich. So. Ich werde übrigens solche Zwischenszenen immer so ein bisschen kommentieren, weil es auch ein bisschen lustig sein soll. Hier, Arschklatscher, muss ja sein. Ey, das machst du mich schon mal, sonst gibt es Schläge vom Trainer nach dem Training. So, los geht's. Wir sind natürlich... Irgendwie läuft ja... Moment, sorry. Gerade eben läuft ja was falsch. Ich kann mich nicht bewegen. Hä? So. Jetzt aber. Genau, jetzt funktioniert das auch. Sorry, da hatte ich gerade irgendwas Falsches gemacht. Und wir laufen und ein schöner Floater von Derek Fisher. Und ja, warum Let's Play ich überhaupt NBA Live 2003? Das stellt sich jetzt natürlich die Frage. Weil meine Meinung ist ja persönlich, ein Let's Play setzt sich aus zwei Faktoren zusammen. Einmal aus dem Kommentar und dann andererseits aus dem Gameplay, sprich Commentary. Also aus dem Gameplay sozusagen. Und ich habe mir gedacht, welches Gameplay kannst du denn gut kommentieren, wo du wirklich was zu sagen hast? Weißt du, wo du halt gut zu reden kannst, wo du Gesprächsstoff hast? Dann habe ich mir gedacht, Basketball wäre doch eigentlich was. Ich bin ja persönlich sehr intensiver Basketball-Gucker. Immer wenn auf Sport 1 irgendwie BKO BBL läuft, bin ich da am Start. Und jetzt Alley-Oop, total gefailed, aber naja. Wir führen mit 4 Punkten, da könnte ich das mal versuchen. Ja, warum nur 2 Minuten Viertellänge? Ich wollte einfach, oh, Monsterblock. Ich wollte einfach, das Let's Play so nicht unnötig, unglaublich in die Länge ziehen, weil wenn es 28 Spiele, 10 Minuten, 10 mal 4 Minuten sind, dann hast du da einfach 10.000 Stunden Renderzeit. Und mein PC macht das auch nicht mehr so wirklich mit, deswegen, ja, halte ich das jetzt mit 2 Minuten Viertellänge relativ ruhig und ich glaube, das können wir alle verzeihen.
Ja, hier schön Rebound. Und ja, warum habe ich denn so viel zu Masterball zu sagen? Wie gesagt, ich bin BQBWL-Gucker, aber ich schaue auch auf dem offiziellen NBA-Channel auf YouTube. Schaue ich mir jeden Tag, wenn es halt kommt, ne? NBA Nightly Highlights und so, ne? Und auch die Top Plays. Finde ich persönlich ziemlich cool, dieses Angebot, weil er auch wenn man jetzt nicht unbedingt hier Pay-TV hat, kann man so immer auf dem Laufenden sein, ohne irgendwie unnötig Geld zu bezahlen. Deswegen finde ich das eine tolle Möglichkeit. Und ja, dann gibt es halt noch spezielle Seitenkanäle wie LeBron James oder Dre Wade, wo man, wo dann halt noch diese persönlichen Highlights der meiner Lieblingsspieler halt so. Weil das sind halt so Fans und die haben halt so diese Seiten gemacht. Und ja, die laden dann halt immer irgendwelche Highlights hoch und das finde ich eigentlich eine relativ coole Möglichkeit. Weil so kann man halt auch seinen speziellen Spieler. Also ich bin. Ja, und der Buzzer-Beater mit dem Dreier. Wunderschön. Wunderbar. Das ist einfach Basketball. Wir führen mit 7 Punkten. Super. Ich muss sagen, dafür, dass ich so lange, dass ich ungefähr 5 Jahre nicht gespielt habe, bin ich gerade ziemlich gut. Boah. Derek Fisch, Alter, das ist ein extrem guter Dreierwerfer. Deswegen habe ich ihn jetzt auch genommen. Aber schade, wir können jetzt momentan keine. Schade, das wollte ich gerade eben sagen. Genau, wir können jetzt gerade eben nicht auswechseln. Die San Antonio treffen gerade nichts von draußen. Oh, schade. Ich weiß gerade nicht, war das jetzt gerade eben Kobe Bryant? Wenn ja, schade. Ja, schöner. Ja, warum habe ich den? Ja, also ich habe relativ viel zu Basketball zu sagen. Ich persönlich im Schulfern so spiele ich auch gerne Basketball, muss ich zugeben. An manchen Situationen sogar lieber wie Fußball. Weil beim Fußball einfach das meiste so ist, dass halt sehr viel Ego gespielt wird oder so, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ja, beim Basketball ist eben sehr, sehr viel Teamplay, weißt du, weil einer alleine kann zwar relativ viel bewirken. Jetzt Beispiel LeBron James zum Beispiel. Oh, Offensivfoul, wunderschön gezogen hier. Ja, können wir jetzt vielleicht mal einen Alley-oop oder so? Das wäre relativ geil. Ja, verzeihung, dass ich dann immer durch ein bisschen so, mal so ein bisschen mit dem Kommentar nachhakle, aber weil ich mich dann immer aufs Spiel konzentrieren muss. Ah, gut, Bruce Brown mit dem Defensiv-Foul. Oh, das ist aber ein schöner Dreier gewesen. Von Kobe Bryant, glaube ich. Boah, jetzt muss ich aufpassen, dass sie mich nicht mit ihren Fastbreaks überrennen. Ja, ich hoffe, es macht übrigens auch Spaß zuzugucken, das hoffe ich persönlich. Ja, für diejenigen, die Basketball selber sehr, sehr mögen, wird das jetzt hier auf Dauer ein Augenschmaus werden. Und für diejenigen, die Basketball hassen, können eigentlich jetzt schon abdrehen, weil dann macht es auch keinen Spaß zuzugucken. Es ist genauso, wie wenn ich zugucken müsste, wie, keine Ahnung, wie jemand Eishockey spielt oder so. Da bin ich überhaupt nicht der Fan. Weil Eishockey, keine Ahnung, ich finde das irgendwie behindert, dass da. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele sind da immer auf dem Feld, ich glaube 5. 5 pro Team. Es sei denn natürlich, 30 Leute wurden rausgestellt, weil sie den Schiedsrichter eine gescheuert haben. Das ist dann natürlich der Ausnahmefall, aber kommt auch vor. Ich spreche da nicht aus Erfahrung, weil ich selber beim Dingenslaufen hier habe ich, also kann ich überhaupt nicht Schlittschuh laufen oder so, das kannst du bei mir knicken. Da kannst du dann anschließend, keine Ahnung. Mit mir kannst du dann anschließend den Hallenboden tapezieren, weil ich nur unten dort liege. Das ist halt so, aber das macht ja auch nichts. Ich meine, jeder hat seine Talente und boah, was für ein Dreier von ganz weit draußen. Ja, ich bin einfach kein Geborener. Boah. Da bin ich in den Alley-oop gerannt, aber naja, es sind ja auch nur 2 Punkte. Macht ja nichts. Ah, Shaquille O'Neal ist natürlich einer der besten Basketballspieler aller Zeiten und. Oh, aber da haben sie mich geblockt. Da wurde der. In Amerika würde man jetzt sagen, Return to Sender. Also sprich zurückgeschlagen zum. Zu demjenigen, der es ausgesandt hat, sprich derjenige, der geworfen hat. Finde ich persönlich ziemlich cool hier die Blocks-Animation auch, weil die extreme, sehr, sehr extrem ist.
Also in der richtigen NBA siehst du sowas nicht wie hier, aber... Also nicht so häufig, sagen wir mal so. Klar, man sieht schon ab und zu mal einen richtig geilen Block, aber nicht so oft wie hier in diesem Spiel wahrscheinlich. Oh, schöner Floater von Kobe Bryant. Kobe Bryant ist echt einer der Besten. Ich habe übrigens auch mit Ermüdung und so, weil ich finde das einfach realistischer, wenn die Spieler müden und nicht, wenn die hier so 3 Stunden lang durchrennen können. Kann ich persönlich auch nicht. Also Ausdauerlauf ist überhaupt nicht meins. Da kannst du mich... Nein! Oh, Mann. Oh, noch 9 Sekunden auf der Uhr. Oh, noch ein Ali. Was für ein kranker Scheiß hier. Oh, was ist denn das für ein Scheißpass? Damit kannst du ja... damit kannst du ja einen Ball töten. Boah, ich hab schon gedacht, Alter, der trifft. Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich noch ansprechen? Ich habe schon wieder das Thema vergessen, das ist wirklich schlimm hier, weil, wie gesagt, ich will irgendwie immer auf das Gameplay eingehen. Was war denn da jetzt ein Defensivfoul? Ja. So, dann haben wir jetzt hier 4 Punkte Vorsprung. Nein, ach, ich wollte... Ah, ich hätte danken sollen. Ich wollte nochmal passen, um halt Zeit zu schinden. Oh! Hat er aber einen schönen Offensiv-Rebound gelandet. Da muss man echt mal sagen, Respekt. Und ich versuche mal im vierten Viertel dann über das Gameplay zu sprechen, um halt auch zu erklären, was ich hier gerade eben mache. Ja, schöner Defensiv-Rebound, 3 Punkte Vorsprung. Das heißt, ich versuche jetzt ein bisschen Zeit zu schinden. Also schinden, sagen wir mal, die Zeit ausspielen, weil wir haben 24 Sekunden für einen Angriff. Aber wir verlieren den Ball und jetzt müssen wir sofort alle wieder zurück. Ah, wenn der trifft, ja, der trifft. Na klasse. Soll ich die Auszeit nehmen? Ne, die nehme ich nicht. Weil ich kann in das Fast Break. Ah, wir müssen jetzt hinten verteidigen. Okay, Shaquille O'Neal. Und wir nehmen jetzt die Auszeit, weil ich brauche jetzt ja die Auszeit. Wie gesagt, der Trainer muss erstmal den Spielern wieder sagen, was sie zu machen haben. Nämlich das Runde muss ins Runde. Nicht das Runde ins Eckige wie im Fußball, sondern das Runde ins Runde. Oh, ein schöner Floater. Da hat er sich schön freigelaufen, Derek Fisher. Ist er schön in die Zone vorgedrungen und dann einen schönen Floater gesetzt, weil er nicht angegriffen wurde. Oh, Monster Block mal wieder. Klasse. Und jetzt haben wir natürlich wieder etwas Zeit herausgeschindet mit diesem Block. Ah, da hat Rick Fox das Foul gezogen, das zweite persönliche schon, aber ist ja schon das vierte Viertel, also macht das nichts. Allgemein Foulprobleme habe ich hier weniger. Oh, hat er nicht getroffen, Tony Parker. Ist sonst ein sehr, sehr guter Freiwurfschütze, was die NBA angeht. Und Fox, wie gesagt, ich werde jetzt vielleicht bald noch mal eine Auszeit nehmen, weil ich will da mal noch ein paar Auswechslungen vornehmen. Ah, da habe ich den zu lang oben gelassen und jetzt muss ich natürlich hinten aufpassen. Ja, so. Verteidigung, ich mache jetzt mal ganz kurz eine Auswechslung. Das muss sein. Fox muss raus, weil ich brauche noch einen guten, jemand, der hinten drin ist. Sprich, ich brauche noch einen, der sehr, sehr gut stealen kann. Das bedeutet, ich bin mit Shaw. Und so, dann nehme ich Derek Fisher jetzt erstmal raus. Dann machen wir das so. So. So, wir haben jetzt natürlich noch... Das heißt, die Gegner müssen mich eigentlich faulen. Ansonsten haben sie verloren. Weil ich kann die Zeit runterspielen. Nein! Und ja, und ich habe schon... Und ich hole natürlich den Ballverlust. Okay. Zonenverteidigung. Ich darf die jetzt nicht in die Zone vordringen lassen. Oh, und dann Defensivfoul. Na, klasse. Und wir müssen jetzt gleich treffen, ja. Auszeit. Und ja, ja, der Game-Winning-Buzzer-Beater, das war's so. Also ich glaube nicht, dass San Antonio Spurs jetzt nochmal eine Chance hat, da ranzukommen. Und falls doch, dann muss ich da jetzt dagegen wirken. Oh, geht er rein? Ja, aber der war zu spät. Jawohl, wir haben gewonnen. Jawohl. Geil, geil. Weil der Buzzer bietet zu er hat nicht mehr den Buzzer gebietet, um es mal so zu formulieren. Er war nicht in Time, die Zeit war abgelaufen. Wahnsinn. Das kann man sich vielleicht nochmal in der Wiederholung angucken. Das ist ganz toll, dass es diese Funktion hier gibt, diese Wiederholung. Ja, wir können es nochmal angucken. Er kriegt den Ball. Aber der war zu spät abgesendet. Also der war zu spät. Warte mal, schauen wir uns das nochmal an. Zu der Zeit ist er noch am Ball und die Uhr ist schon abgelaufen. Nee, es sind noch...
Nee, es sind noch 0,1 Sekunden drauf. Nee, jetzt. Jetzt hat der Ball die Hand verlassen und jetzt ist schon die Zeit abgelaufen. Aber schon vorher, also warte mal. Hier ist er noch am Ball, hier ist er noch am Ball und die Zeit ist schon abgelaufen. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass er zu spät geworfen hat, haben wir gewonnen. Klasse. Das heißt, das war jetzt erstmal der erste Teil. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.